Gut, für Munition brauchten wir Kobalt und Kobalt hatten wir hier vorne irgendwo. Machen wir da durch. Welche Farbe hat das? Blau, aber nicht das Blau, richtig? Das wäre zu praktisch. Nee, das war Unicom Blau, nicht Kobalt Blau. Ja, schade. Oh, nehmen wir doch einfach die Haufen da. Hm? Das, keine Drills? Ach, Menno. Gib mal. Was zu bauen dauert jetzt Ewigkeiten. Roboter. Hilft mir bitte. Und bringt mir meinen Drills MK2. Währenddessen baue ich ein bisschen aus dem Hand ab. Und schmeißt einfach hier eine Kiste, richtig? Wenn ich hier eine Kiste schmeiße, sollte es in den komischen Elektrolysern da auftauchen. So, und die ganzen komischen Sachen können hier auch wieder weg. So. Die können freigelassen werden. Achso, es war ein Elderbeiter. Ich dachte gerade kurzfristig, das wäre eine Königin gewesen. Das wäre mir aber, glaube ich, aufgefallen. So, Angriff im Osten, das sollte soweit okay sein. Warum habe ich 50 Capacitor dabei? Tu 50 Capacitor weg. Das weg. Die da weg. Eine lila Kiste zu viel. So. Hab ich einen Drill bekommen? Da sind ganz viele. Okay, dann tu doch mal das direkt da rein. Und du und so. Jetzt sollten wir genug Kobalt haben. Das würde ich auch ganz gerne gleich anfordern. Gib mir Kobaltplatten. Weil wir die Kobaltplatten brauchten, um die Munition herzustellen. Also, Highly Advanced Laser Shotgun Battery braucht Highly Advanced Laser Battery. Das ist die. Highly Advanced Laser Battery braucht Advanced. Advanced braucht Laser Battery. Das heißt, wenn ich das Ding da schon mal herstelle, ist ein bisschen was getan. Tut mir leid, aber ich muss das mal alles hier abbrechen. Das dauert mir viel zu lange. So, das schaut doch gut aus. Drei Stück davon. Woran mangelt es hier? An Polished Emeralds. Polished Emeralds liegen in einer Kiste. Ist die Kiste auch mit dem System verbunden? Nimm mal das da weg. Und fordere bitte Funkelzeug an. Funkelzeug, da. Gucken wir einfach mal. Roboter sind nicht in irgendeiner Form genervt und überladen. Dadurch, dass sie jetzt das hier auch noch alles transportieren, sind es gut. Genervte Roboter können nämlich gefährlich sein. Und die Mauer ist noch nicht fertig, nein. Ja, muss ich auch ein bisschen Zeit geben, dem Ganzen. Verteil, warte. Ihr seid Silber, ne? Ja, keine Bronze, komischen Dinger. Gut. Dann reiß doch bitte mal das da ab. Und platziere die. Platziere die hier neu, sodass sie im Weg stehen, um die Kohle da abzubauen. Das Kohlefeld hätte ich nämlich echt gerne komplett mit Drills abgebaut. Damit wir das da im Osten wegmachen können. Aber der ein oder andere wird sich schon denken können, warum das für mich ein Problem ist. Ja. Das ist echt nicht schön. Ja, weißt du was? Wir unterbrechen hier das Muster. Auch wenn mir das ein bisschen unangenehm ist. Aber wir brauchen die Kohle. So, also da bitte hinbappen. Die hier sind nicht mit dem System versorgt, das ist richtig. Weil wir die Pfosten hier nicht haben und keine Outstation. Was nicht ganz so schön ist. Aber wir können jetzt nicht mal eben drei Augstations bauen, um das hier alles abzudecken. Deswegen machen wir das so. Du kurz weg. Gib mir mal einen Block von denen. Genau. Und hier bitte die alle hinsetzen. Und auch die lassen wir hier einmal aussetzen. Damit wir da die Drills aufbauen können. So. Mein Spielinventar macht gerade nichts. Das ist nicht gut. Dann bau doch bitte
davon 5 Stück. Derweil gucken wir mal in die Richtung hier. Achso. Flop, flop, flop. Puffer hält sich, Strom ist alles soweit okay. Wir hatten noch keinen Angriff hier, ne? Von der Basis da. Hätte ich irgendwie erwartet, ehrlich gesagt. Oder gut. Weg. Die Aufträge sind alle noch da, aber wir haben keine Abdeckung da hinten. Und ich habe den Roboport, den ich bauen wollte, abgebrochen. Richtig. Klick. Ach. Ja. Aber anscheinend hätten wir genug Mauern, um es aufzubauen. Was bist du? Du bist ein Lavapool. Hier ist noch ein Kohlefeld und das ist auch... Hallo, mein neuer bester Freund. Das Ding da unten habe ich übersehen. Sehr schön. Das heißt, wir können oben das Muster durchziehen, ganz die ganze Mauer lang. Und da unten ist jetzt unsere zukünftige Kohleversorgung für etwaige Steam Engines. Sehr gut. Nun sind wir noch nicht fertig. Und die ganzen Wälder müssten hier mal vernichtet werden. Reiß mal das alles ab. Falls ihr gerade nichts Besseres zu tun habt. Aber da sollte eigentlich nichts bei sein. Die Dinger, da sind ja schon gesetzt. Richtig. Ja, das ist ein alter Pol. Aber ich muss trotzdem kurz hier Strom haben. Immer noch nicht komplett da. Okay. Kann ich mitarbeiten? Wir können noch ein ganz weiter nach links, ein ganzes Stück weiter nach links setzen. Wenn wir erstmal da hinten Strom haben. Mach. Bidip, bidip, bidip. So, jetzt reißen wir dich ab, sobald die Mauern da stehen. Also wir reißen den Roboport ab und warum bist du? Doch, du bist hier unten. Und erhöhen die Reichweite von der gestrichelten Linie so auf Maximum, ich denke bis hier oder so. Dann sollte auch die Mauer da hinten setzbar sein. Also dich. Es geht sogar noch viel weiter. Wow. Aber nee, hier reicht. Roboter freilassen bitte. Roboter freilassen bitte. Und jetzt nur darauf warten, dass die Fabrik genug. Ja, ist das eine Sicherheitslücke da hinten? Nur darauf warten, dass die Sandfabrik genug Sandmauern herstellt, um das jetzt aufzudecken. Und die Sicherheitslücke, die ich meinte, sind die Bäume hier. Ich wage mich daran zu erinnern, dass in der letzten Staffel mal so ein Baum dafür gesorgt hat, dass wir eine Lücke hatten in der Mauer. Und das ist nicht so schön, wenn dann bald die Könige kommen. Und die Königinnen vor allem. Königinnen-Spucker. Daran erinnere ich mich noch, die waren richtig garstig. Vor allem wegen der Reichweite und One-Hit alles kaputt, so nach dem Motto. Kleinkram einsammeln. Achso, ich baue schon wieder nichts, ne? Bau die da. Mehr davon. So. Das jetzt ein bisschen von Hand positionieren. Das sollte ich auch vermustern mal wieder. Aber wir haben eh nicht so viele Türme, um die überall hinzubappen. Ich beantrage mal Türme. Falls ich noch welche irgendwo im System liegen habe. Also wenig Sachen zweifle. So. Dich. 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 Und dich. Das kann ich von hier aus nicht mehr wirklich gut sehen. Du stehst im Weg. Du wirst gleich nach unten versetzt. Also gleich. Bedeutet innerhalb der nächsten, keine Ahnung, 10 Folgen oder so. Okay. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Construction Bots. Reißt mal die hier alle ab. Und nur ein paar von den Akkus. Weil wenn ich zu viel auf einmal abreiße, dann ist unsere ganze Stromversorgung. Naja, nicht wirklich hinüber, aber es ist ein zu großes Risiko. Ich bin jetzt schon ein Risiko eingegangen, damit, dass ich die Mauer abgerissen habe, bevor die andere Mauer stand. Müssen wir nicht übertreiben, den Risiko, so? Risiken. So. Eisen hat sich komischerweise bei 84.000 gehalten. Kupfer bei 30.000 ist also nicht so kritisch. Stahl schaut gut aus, weiche Chips schauen gut aus. Braune Chips auch. Grüne nicht. Das sind nur die grünen Grisselblätter. Das sind nicht die grünen eigentlichen Chips.
nochmal 2 Stacks. Damit das hier aber auch im System auftaucht. Es müssten sogar 3 Stacks sein, damit es im System auftaucht. Okay, ich mach so. Das wird es. Gib mir. Achso, habe ich schon 200. Oh, sehr schick. Sehr schick. Was wollte ich noch machen? In der letzten Folge hatte ich da sowas runtergeratet gehabt. Ich wollte natürlich die Westerweiterung sichern. Ich wollte den Stromdingens hier umklappen. Ich wollte Munition bauen. Stimmt. Da. Highly Advanced Gedöns. 5 Magazine. Gut. Wie schaut es allgemein mit Munition aus? Also mit Kristallen für die Munitionsherstellung. Gucke ich mal ganz kurz, wie das da so läuft. Und ich hätte ja immer noch die Option, diese Schleifpaste zu benutzen, die wesentlich effektiver sein soll. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt die 5 Magazine da habe, dann reicht das auch erstmal wieder. Da möchte ich mich jetzt nicht so unter Druck stellen. Ja, das schaut doch super aus hier. Ja, du irgendwie nicht. So, das sind Polished Rubies, 25 Stück. Das ist ordentlich, ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Dopebase. 11 Polished Dopebase. Was bräuchte ich für noch mehr Rumpftürme? Blaues Krisselzeug, da. Und ja, für mich ist fast alles Krisselzeug, nicht irritieren lassen. Das könnte ich ebenfalls automatisieren. Aber die Chance, einen Silber-Tupas-Turm zu verdoppeln, ist mir doch zu wichtig. Also lasse ich das auch. Warum sind hier überall Akkus und auch keine Solar-Panels? Sehr komisch. Allgemein bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Aktion hier. Also ja, es wäre sinnvoll, die Mauer weiter nach da zu erweitern. Und runter zu sehen. Was sieht denn so grisselig aus? Ich glaube, ich lasse es so, wie es ist. Es müsste nur einheitlicher gebaut werden. Also hier diese Better Electric Poles wieder dazwischen. Und wir haben hier einen Fehler gemacht. Also ich habe einen Fehler gemacht. Ja, die sind alle falsch. Alle falsch. Es wurde, glaube ich, in den Kommentaren auch mal erwähnt. Und ich sollte wieder daran denken, nicht so viel auf einmal abzureißen. Also es wurde erwähnt, dass ich hier das Ganze um einen versetzt hatte. Ärgerlich. Oh, gut. So, du da, du da. Du, 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 du. Oh, ich stehe weg. Hey! Das ist nicht nett. Komisches kleines Roboter-Ding. Oh, oh, oh. Ja, ich gehe schon aus dem Weg. Besser. Kohle. Das ganze Ding würde ich gerne blueprintisieren. So. Mit Strommast drin und allem. So. Create Blueprint. Und wie viele Fuel Blocks haben wir im System? 5600. Also sollte es okay sein, wenn ich das ganze Ding hier jetzt abreiße. Hey, die hören hier instant auf zu arbeiten, sobald sie einen Abrissbefehl haben. Interessant. War ich mir vorher noch nicht bewusst drüber. Geht mit euch, lasst mit euch. Und sobald wir gleich alle im System angekommen sind, also in den Kisten, können wir das woanders wieder aufbauen. Und zwar in die Nähe von dem Kohlefeld, den neuen. Können wir inzwischen 3er Drills bauen? Könnten wir, ja. Bräuchten wir aber Invar und Brass für. Haben wir vor kurzem erst vorbereitet. Ich hätte gerne Inver. Und ich hätte gerne Brass. Da kommt es angeflogen. Sehr gut. Was bräuchten wir für ein 4er Drill? Titanium. Titan haben wir. Genau. Oh, sehr schön. Das wird gleich ein ganz schöner Sprung werden. Also von ein paar MK2-Drills die Kohle abbauen zu MK4-Drills die Kohle abbauen. Vor allem von Feldern, die auch noch 100% Yield haben. Im Gegensatz zu 5 oder so. Oh, der Bluttank ist voll. Ja, dich...
Das ist doof. Ich müsste jetzt rausfinden, wie es im Blut funktioniert, wie ich das umwandeln kann in irgendwas Sinnvolles, bevor ich die Tanks hier zerstöre. Die sind beide randvoll, fast. Und du bist mein neues Lieblingsfeld. Ich hätte echt gerne Aug Station. Du, es fehlt richtig, richtig viel. Oh, einfach nur ein Conduits. Warte mal.